Danke, Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, werter Landeshauptmann. Wir haben heute die letzte Sitzung in diesem Jahr, in diesem außergewöhnlichen Jahr. Und es ist auch eine sehr wichtige Sitzung, weil wir heute ja auch die Finanzen für das kommende Jahr verabschieden. Und wir stehen kurz vor Weihnachten. Und es ist in Südtirol seit Jahren Tradition und Usus, dass der Bischof kurz vor Weihnachten das Gefängnis besucht und dort die Botschaft des Weihnachtsfestes verkündet. Und er wünschte heuer den inhaftierten Kriminellen und im Gefängnis, dass es ihnen gelingen möge, einen Neustart, einen Neuanfang zu machen. Vorgestern Abend ist der Bischof dann auch zu uns hier in die Aula des Landtages gekommen. Und ich habe dann noch lange darüber nachgedacht, ob dieser Besuch jetzt wirklich der Weihnachtsbotschaft galt, die, was ja nahe liegt, oder ob er sich vielleicht gedacht hat, dass auch einige hier im Landtag, dass es ihnen vielleicht nicht schaden würde, auch einen Neuanfang zu machen, auch vielleicht innezuhalten und vielleicht auch Buße zu tun und eine Umkehr anzustreben. Aber wir können uns hier nicht sicher sein, werte Kolleginnen und Kollegen. Aber wenn ich die Vermutung machen darf, ich glaube schon, dass es uns gut tun würde, auch über unser Verhalten nachzudenken in diesem Jahr. Aber völlig unabhängig davon will ich bei den Worten des Bischofs bleiben, der ja angemahnt hat und Martin Reichecker, Harald Heidegger zitiert hat, der das rechnende Denken und das besinnliche Denken in den Vordergrund gerückt hat. Und in der Tat, wir brauchen beides auch in der Politik. Rechnendes Denken brauchen wir bei der Bewertung dieses Landeshaushaltes, genauso wie das besinnliche Denken, das Nachdenken darüber, ob diese Investitionen richtig sind, gerechtfertigt sind oder nicht. 6,4 Milliarden Euro, ein Haushalt, der sich trotz Pandemie sehen lässt. Das wirft natürlich Fragen auf. Entweder waren die Auswirkungen der Pandemie nicht so tragisch, wie wir sie angenommen haben in finanzieller Hinsicht, oder die Landesregierung hat die Entschädigungen und Hilfsgelder vielleicht nicht in allen Bereichen in dem Ausmaß getätigt, wie sie vielleicht wirklich notwendig gewesen wären. Fakt ist, dass es nicht einmal die Auswirkungen der Pandemie geschafft haben, dass sich der Landeshauptmann und Finanzlandesrat damit auseinandersetzen hätte müssen, wirklich jedes Ressort knallhart zu durchforsten. Wir sind also noch nicht in diesem Bereich, diesen Kassensturz, von dem hier im Landtag ja schon seit Jahren immer wieder berichtet wird, der eingefordert wird und der nicht erkennbar ist. Ich bin mir sicher, dass sich die Landesregierung um die einzelnen Beträge gestritten beziehungsweise um die einzelnen Beträge gerungen hat. Das war ja auch in der Vergangenheit so und das hat ja nichts damit zu tun, ob man jetzt wirklich die einzelnen Ausgaben komplett prüft, sondern das liegt in der Natur der Dinge. Also da bin ich schon überzeugt. Aber hat es wirklich diesen Kassensturz gegeben? Es fällt auf, dass die Mobilität mit 542 Millionen Euro sehr gut bestückt ist. Das ist fast das Doppelte, was dieses Ressort 2017 erhalten hat. Und wenn die Medien dem Landesrat Daniel Alfreider oft magische Fähigkeiten zugeschrieben haben, dann scheint das zumindest in Bezug auf den jährlich satten Zuwachs in seinem Budget zu stimmen. Es ist schon klar, der öffentliche Personennahverkehr muss finanziert werden, Sicherheit geht vor, einsturzgefährdete Brücken und so weiter müssen saniert werden, völlig kaputte Straßen müssen wieder sicher gemacht werden. Aber
542 Millionen Euro. Das klingt danach, als hätten wir im ganzen Land zerbombte Straßen und komplett kaputte Brücken. Das ist ja nicht der Fall. Viele Bürger können mit diesen Summen einfach auch schwer umgehen, weil es sehr große Summen sind. Aber allein der Tiefbau und die Mobilität kosten uns knapp 542 Millionen. Das heißt, über 1 Million Euro pro Südtiroler, vom Kind bis zur Oma, 1 Million pro Kopf. Und dann blieben immer noch 20 Millionen übrig für die ladinische Schule, für die Kultur und so weiter. Aber die brauchen nur 2. Das heißt, noch einmal 18 Millionen können wir in den Tiefbau reinhaben. Gell? Also nur, um hier die Dimension zu sehen. Der mit Abstand gefordertste Bereich war natürlich die Sanität, das Gesundheitswesen. Und man möchte meinen, dass das Gesundheitswesen ja genau jener Bereich ist, um den sich in diesen beiden Jahren ja alles gedreht hat und um dessen Schutz wir ja auch die ganzen Maßnahmen auf uns genommen haben, teilweise auch bereit zu leisten waren. Und man möchte meinen, dass uns gerade der Bereich und das Ressort Sanität uns auch finanziell den Boden unter den Füßen weggezogen hätte. In den Spitälern den Kollaps zu vermeiden, dem Personalnotstand entgegenzuwirken und um die regulären Dienste aufrechtzuerhalten, das sind ja die vordergründigen Gründe, warum wir die Maßnahmen abgeleitet haben. Vor allem jetzt, wo 82% der Bevölkerung mehr oder minder sich durch die Impfung geschützt haben. Einige der Ausgaben hat der Staat übernommen, also Covid-Ausgaben im Sanitätswesen, Maschinen und Instrumente für die zusätzlichen Intensivstationen sowie Zusatzpersonal und so weiter. Insgesamt, Herr Landeshauptmann, ich glaube, Sie haben es gesagt, es wären rund 70% gewesen an Zusatzkosten, die der Staat übernommen hat von den reinen Covid-Zusatzspäßen im Sanitätswesen. Wie viel hat jetzt aber das Land Südtirol und wie viel hat die Landesregierung in den Corona-Jahren 2020 und 2021 mehr für das Gesundheitswesen ausgegeben aus dem eigenen Landeshaushalt? 189 Millionen im Jahr 2020 und heuer bis jetzt rund 100 Millionen. Es kommt sicher noch ein Dot dazu, weil ja die letzte Zeit ja wie immer noch nicht abgerechnet ist. Das ist nicht wenig Geld, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Aber angesichts der Ausgaben und Einschläge, die uns die Pandemie in anderen Sektoren gebracht hat, auffallend gering. Zum Vergleich, allein heuer wurden bis jetzt, also 100 Millionen in der Sanität bis jetzt, allein heuer wurden 59 Millionen mehr für die Mobilität ausgegeben. Das ist doch interessant. Was wäre denn, wenn wir diese zusätzlichen 59 Millionen der Mobilität dem Sanitätswesen zugeführt hätten? Oder wenn wir zumindest auf die 100 zusätzlichen Millionen für das kommende Jahr, wenn wir die der Sanität zuführen würden? Wir könnten in den Pflegeberufen endlich die monatliche Aufwertung der Gehälter machen. Wir könnten die Entschädigung der Turnus- und Nachtdienste endlich anpassen. Vielleicht könnten wir auch die Pflegeberufe insgesamt und den Pflegestandort Südtirol endlich attraktiver machen. So wie wir es in unserem Beschlussantrag zu Beginn dieses Jahres gefordert haben, den Sie alle von der SVP und Lega abgelehnt haben. Und natürlich auch von Forza Italia Mann Vettori. Entschuldigung, Herr Vettori, wenn ich Sie immer wieder vergesse. Ich vergesse immer, dass wir im Landtag ja so tun und auch im Land draußen, als hätten wir eben eine Dreier-Koalition und offizielle Regierung. Jedenfalls am fehlenden Geld liegt es schon mal nicht, dass wir unser Gesundheitssystem und den Personalnotstand auf die Reihe bekommen.
Wir müssen feststellen, dass wir seit 2 Jahren trotz der nötigen Geldmittel unser Gesundheitssystem nicht so schützen können, wie wir es eigentlich wollten. Schuldige und Verantwortliche dafür wurden und werden noch immer schnell gefunden. Das neuartige Virus, das ungeimpfte Personal, die rund 15% der ungeimpften Erwachsenen, dafür, dass uns in Südtirol dieses Virus erreicht hat mit all seinen Mutationen, dafür kann keiner was in diesem Land, weder in der Politik noch sonst wo. Ist es aber wirklich so, dass wir nicht wissen, warum wir seit Jahren einen Personalnotstand haben? Wissen wir nicht, dass irgendjemand in den letzten 20 Jahren auch dabei zugesehen haben muss? Wir wissen, wer in den letzten 7 Jahrzehnten in diesem Land regiert hat und die politischen und finanziellen Entscheidungen im Gesundheitswesen getroffen hat. Es waren und sind immer SVP-geführte Landesregierungen, die eigentlich ganz genau wissen müssten, dass sich der ohnehin starke Wettbewerb um Pflegekräfte, um Ärzte in Südtirol ja noch schwieriger gestaltet aufgrund der Zweisprachigkeit. Und dass wir uns dafür noch mehr ins Zeug legen müssen als in anderen Regionen, vergleichbaren Ländern. Und ich frage Sie, der Landesrat für das Gesundheitswesen ist leider nicht da, aber ich frage dann stellvertretend die Landesrätin Deeg, die ja auch einen Teil der Pflegekräfte zumindest bei den Pflegeheimen, Seniorenheimen und so weiter in ihrem Ressort hat. Und ich bitte Sie um eine ehrliche Antwort, ohne auf Rom zu verweisen oder sich auf höhere Mächte zu verlassen oder rauszureden. Halten Sie es wirklich für, ich wollte nicht den lieben Gott ins Feld führen, halten Sie es wirklich für sinnvoll und klug, angesichts des Personalnotstandes auf weitere 700 Mitarbeiter aufgrund der Impfpflicht zu verzichten? Und mir geht es nicht darum, gut, schlecht und so weiter, sondern es geht mir darum, ob es wirklich, die Frage zu stellen, ob es wirklich medizinisch so fahrlässig wäre, diese Personen täglich mit Test, mit FFP3-Maske arbeiten zu lassen, entweder nur bei nicht vulnerablen oder ausschließlich bei geimpften Gruppen, falls man Angst hat, sie würden andere anstecken. Denn wenn diese Sorge besteht, dass sie Patienten und Mitarbeiter stärker anstecken als das geimpfte Personal, dann könnten sie ja auch, und ich meine das nicht irgendwie ironisch, sondern dann könnten sie auch direkt und ausschließlich nur in Covid-Stationen arbeiten, wo ja eh unter Anführungszeichen nur Positive drinnen sind. Dort können sie gar niemanden mehr anstecken, die dort drin sind, sind bereits positiv. Wenn, dann wäre es eine Gefahr für sie selbst. Schauen Sie, ich würde mir diese Fragen gar nicht stellen, Herr Landeshauptmann, wenn wir Personal in Hülle und Fülle hätten. Wenn wir es uns einfach leisten könnten, auf Hunderte zu verzichten in dieser Situation. Und gerade Sie, Herr Landeshauptmann, haben ja vor allem zu Beginn der Pandemie immer eine bestimmte Kriegsrhetorik verwendet. Wir erinnern uns an die Corona-Front, an die Bazooka, die wir jetzt nehmen, das werde ich nie vergessen. Also Sie haben da immer eine sehr bildliche Sprache verwendet hier im Landtag. Und wenn ich jetzt in Ihrer Argumentation bleibe, dann wäre das ja für mich so, wie wenn zwei Heere sich gegenüberstehen. Eines ist schon in Unterzahl, es steht eine Entscheidungsschlacht an und man ist eh schon in Unterzahl und entlässt dann noch einmal ein paar hundert Soldaten, die wir dringend brauchen würden. Halten Sie es angesichts der jetzigen Situation wirklich immer noch für sinnvoll oder gäbe es keine anderen Alternativen dazu, diese Leute einzubauen und auch zu nutzen? Sie haben ja den Begehrensantrag damals, den wir, ich glaube, im Jänner oder Februar eingebracht haben,
abgelehnt. Die gesamte, ich glaube fast die gesamte Opposition hat ihn mitgetragen, weil wir uns das erwartet haben, dass wir hier zusätzliche Probleme haben. Und wie gesagt, ich stelle die Frage nicht, weil aus den Impfgründen, sondern einfach aus dem Grund, weil wir sehen, wir brauchen die Leute dringendst. Wir kommen im gesamten Haushalt auch zu einem Thema, das uns immer wieder regelmäßig in diesem Landtag beschäftigt, und zwar der ganze Sozialbereich, das ganze Thema des Wohnens, und damit kommen wir auch zur Landesrätin Waltraud Deeg. Unsere Seniorenheime und Familien wurden ja ganz besonders von Covid getroffen und vor allem von den Maßnahmen, die daraus abgeleitet worden sind. Die Dramen, die sich vor allem in den Altersheimen abgespielt haben und auch in den Familien, die Menschen im Altersheim hatten, die sind uns allen bekannt. Trotzdem hat die Landesregierung noch im Jahr 2019, also vor Covid, dem gesamten Sozialbereich rund 100 Millionen mehr zur Verfügung gestellt als in den beiden Jahren 2020 und 2021. Wo wurden denn diese 100 Millionen eingespart? Sind es wirklich die Pflegeheime, die Familien oder der Wohnbau? Sind wirklich genau das jene Bereiche, wo wir in Südtirol am meisten Einsparungspotenzial hatten? Und wo Sie als Landesregierung dieses Einsparungspotenzial erkannt, gesehen haben und durchgezogen haben? Ich glaube es nicht, dass das die Bereiche sind. Und ich weiß, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, Sie stimmen mir zu, besonders aus den Reihen der Opposition, aber durchaus auch einige in den beiden Mehrheitsparteien, dass das leistbare Wohnen jenes Thema ist, dass wir derart vor uns herschieben, dass immer noch keiner Lösung zugeführt worden ist und wo die Menschen draußen, egal ob im Finchgau oder im Bustertal, gleichermaßen vor riesigen Problemen stehen, die sie selbst dann über Jahrzehnte begleiten wieder, wenn sie bestimmte Entscheidungen treffen, eine Wohnung kaufen, ein Haus bauen und so weiter. Frau Landesrätin, Sie haben seit 2018, seit bald 4 Jahren, versprochen, ein umfassendes Wohnbaugesetz zu präsentieren, um den Südtirolern endlich wieder das Wohnen leistbarer zu machen. Günstiger wird es nicht werden, das weiß ich jetzt schon. Also im Sinne von günstig, billig. Aber etwas leichter, leistbarer, dass Sie mehr Möglichkeiten haben. Und hier gibt es genügend Maßnahmen, es braucht hier viel verschiedene, die das Wohnen wirklich leistbarer machen können. Eine davon, wie gesagt, ich sage es immer wieder zu Ihnen, Frau Landesrätin, ist die Anpassung der Punkte für den geförderten Wohnbau. Und das würde zwischen 8 und 10 Millionen im Jahr ausmachen. Habe nicht ich mir ausgedacht, haben Sie gesagt, Frau Landesrätin. Ihr Ressort hat jetzt zweimal 100 Millionen Euro weniger bekommen. Waren diese paar Millionen wirklich nicht drin? Statt den Südtirolern dieses Wohnbaugesetz, dieses umfassende Gesetz, das bereits 2018 angekündigt worden ist, machen 2013, sehen Sie, die länger in der Politik sind, die können da noch frisch 5 Jahre dazu tun. Machen Sie was? Sie kommen nächstes Jahr, also 2022, ein Jahr vor der nächsten Landtagswahl, vor der nächsten Legislaturperiode, nicht mit dem versprochenen Wohnbaugesetz, sondern nur mit einer Reform des Wohnbauinstituts daher. Zitzelweise. Das wäre so, als ob Sie in einer Küche beauftragt wären oder Sie für den Nachtisch zuständig wären und Sie versprechen den Gästen, ich mache euch einen Apfelstrudel. Jahre später, Sie brauchen dann 4 Jahre, und kommen nicht mit dem Strudel daher, sondern mit einem Hantel voll Weimerlen und sagen, so, jetzt habe ich fertig, jetzt habe ich schon was gebracht.
Ja, was ist denn das, Frau Landesrätin? Das ist nichts. Ein Gruß aus der Küche ist den Leuten zu wenig. Dieses Wohnbaugesetz brauchen wir, braucht Südtirol, um mit den Gehältern, die wir haben, mit den Durchschnittsgehältern, das Recht auf Wohnen einlösen zu können. Die meisten Südtiroler können es sich nicht erklären, warum hier seit Jahren nichts weitergeht. Sie wissen nur eines, dass diese Landesregierung und auch die davor beim Thema Wohnen, vor allem auch was die Ideen betrifft für den freien Markt, Ideen für den Mittelstand, versagt und dass eigentlich seit Rosa Franzelin nicht viel weitergegangen ist. Beim Thema Schule, Herr Landesrat Achammer ist auch nicht in der Aula, dann kürze ich es ab. Es fehlt auch im Schulbereich hinten und vorne Lehrpersonal. Allein ich habe zwei Schreiben von Schuldirektoren erhalten, die um zusätzliches Personal angefragt haben. Auch aufgrund der schwierigen Situation im städtischen Bereich. Aufgrund der unterschiedlichen Muttersprache der Schülerinnen und Schüler, aufgrund der Klassengröße, aufgrund der Lernfortschritte und so weiter. Und ich habe dann eine Anfrage gestellt und es ist sehr schade, dass der Landesrat jetzt nicht dabei ist, denn er hat mir auf die Anfrage, wie viele Schulen denn um zusätzliches Personal angesucht hätten und sie angeschrieben haben, nicht geantwortet. Das heißt, entweder leiten seine Ämter ihm die Schreiben nicht weiter oder aber er hat mir nicht die Wahrheit gesagt. In der Schule gäbe es in beiden Fällen einen Fünfer. Wie wäre es denn, wenn wir jetzt diese Anpassung der Gehälter machen würden? Landeslehrer, Staatslehrer. Und ich frage mich, hat der Schullandesrat dafür gekämpft? Das können mir ja auch die anderen Landesräte und der Landeshauptmann ja auch dann sagen, auch wenn er nicht jetzt hier präsent ist, hat der Landesrat für diese Anpassung gekämpft, für die nötigen Gelder gekämpft, haben sie hier nicht locker gelassen oder wenn ich jetzt der Schullandesrat wäre, ich hätte bei Alfreder und beim Landeshauptmann angeklopft, die mit einem recht tollen Budget zumindest, so wie es uns hier präsentiert geworden ist. Und ich habe hier wirklich die Frage, war hier kein müder Euro übrig? Und es geht nicht einmal so um die großen Sachen. Es gibt auch kleine Dinge. Zum Beispiel am Ritten oben. Logopädiedienst. Der soll jetzt abgeschafft werden. Das heißt, die Eltern müssen zu den unmöglichsten Zeiten die Kinder vom Ritten nach Bozen bringen, statt bisher oben, wo sie zu Fuß diesen Kurs machen können. Und hier geht es wirklich um das Wohl und die Zukunft unserer Kinder. Und das kostet nur ein paar tausend Euro. Wissen Sie, was rund 200.000 Euro gekostet hat? Die Werbung mit der Merkel-Raute. Erschienen in zwei Tageszeitungen an einem Tag. 200.000 Euro. Da ist noch nicht einmal der Grafiker dabei. So, aber der Logopädiedienst, der wird gestrichen. Es reicht also nicht mal für die kleinen Brötchen. Da wären auch noch die Gratistests für die Fahrschüler. Warum schafft man es nicht, die zu Realkosten zumindest, wenn wir sie schon nicht gratis da machen, wenigstens zu den Realkosten und nicht die 15 Euro, die wir hier zu bezahlen haben. Allein, Herr Landeshauptmann, Sie wissen es, bei den Rechtsberatungen, die teilweise ja auch nötig sein werden. Aber nur um den Vergleich zu haben. Ich glaube, der Berater für die Busausschreibungen, 150.000 im Jahr, wenn ich mich richtig erinnere, gell? 150.000 Euro im Jahr. Da sind schon ein paar Tests drinnen. Da sind auch ein paar Kurse drinnen. Ich komme nun zumindest in der Landesregierung, zur Kirchenmaus. Zumindest im Haushalt verfügt sie nur über 15
Millionen Euro. Ansonsten nehme ich natürlich an, mit allem Respekt, Frau Landesrätin, dass Sie bestimmt eine brave und fleißige Kirchgängerin sind. Und auch Sie haben Beistand wirklich nötig, denn Sie kommen eigentlich aus einer anderen Ecke. Ihr Ressort ist sehr komplex und hat sehr große Auswirkungen auf unsere Landschaft, auf unsere Wirtschaft, auf uns alle. Dementsprechend steht Ihr Ressort, wie wenig andere, ständig unter Beschuss. Sie werden auch hier im Landtag ständig, wir kriegen das alle mit, von Abgeordneten, ja, belagert, wo ich mir manchmal denke, sind die im Nebenjob alle Baubegleiter? Denn sie haben immer wieder einzelne Einzelfälle zu bewerten oder Wünsche zu erfüllen. Und das ist natürlich schwierig und macht den Umgang mit dem komplexen Thema Raumordnung nicht immer leichter. Fehler wurden im neuen Raumordnungsgesetz einige gemacht. Aber wir Freiheitliche wissen, dass diese Fehler nicht allein auf Ihre Kappe gehen. Das entschuldigt nichts, ändert nichts, macht auch nichts besser, muss aber auch gesagt werden. Ich bin froh, dass Kollege Locher das Thema und dass die Problematik der Satteldächer erkannt hat. Eigentlich sprechen wir hier auch von einem Flachdach fachlich, also das alpenländische Flachdach, was kein gerades meint, sondern immer ein Satteldach. Und wir haben hierzu einen Beschlussantrag ausgearbeitet und ich nehme an, Kollege Locher, dass Sie diesmal auch mitstimmen werden, wenn Sie von etwas überzeugt sind und dass es nicht wieder so geht wie im vergangenen Jahr. Das sind immer die Sachen, die ein bisschen ungut sind. Wichtig ist, dass es am Ende um die Sache geht und das Richtige herauskommt. Und ich zähle hier wirklich auf Ihre Unterstützung. Landwirtschaft und Tourismus, Landesrat nicht hier. 200 Millionen mehr fürs Ressort. Es waren hier vor allem die Tourismusgelder, Hilfen, Erleichterungen und auch die Werbegelder. Und sie haben sich ausgezahlt, wenn wir uns im Tourismus die Zahlen ansehen, von Juli bis jetzt, die waren um einiges besser, teilweise 30% besser in manchen Gebieten wie vor der Pandemie, wie 2019. Das macht natürlich einiges wett, was zu Saisonsbeginn gefehlt hat. In manchen Fällen hat es auch übertroffen. Es ist wie halt immer nicht bei allen gleich und nicht in allen Standorten dasselbe. Die jüngsten Entwicklungen haben das Gegenteil bewirkt. Die Absagen jetzt aufgrund der staatlichen Regelung. Aber ich bin mir sicher, dass diese guten Monate, die jetzt gewesen sind, doch beim einen oder anderen auch diese Maßnahme nicht so schlimm aussehen lassen, wie sie es sonst getan hätte. Im Bereich Landwirtschaft hat der EU-Kommissar Franz Fischler dem Projekt oder den Ideen und den Maßnahmen des Landesrates unter dem Slogan, unter dem Punkt Landwirtschaft 2030 kein gutes Zeugnis ausgestellt. Er hat gemeint, dass wenig Konkretes drinnen steht. Der ehemalige EU-Kommissar bestätigt also das, was ja auch hier im Landtag von ganz vielen schon gesagt worden ist. Innovationen, wo das landwirtschaftliche Produkt im Vordergrund steht, die fehlen komplett. Vom Landesrat angefangen bis runter auch zu den jüngeren Mitgliedern der Mehrheitsparteien. Ihr alle habt unseren Vorschlag zur mobilen Schlachtbox abgelehnt, den wir vorgelegt haben. Die Südtiroler Bauernjugend hat nun dieser Idee den Innovationspreis vergeben. Also Sie sehen, die Menschen und vor allem die Jungen sind viel weiter, als Sie es hier oft sind. Und es würde mich wirklich freuen, wenn die Bauernvertreter, also die,
die von sich, die sich als Bauernvertreter hier im Landtag erklären, dass die Produkte und die Wertschöpfung des Produkts mehr im Vordergrund stehen würde. Es geht hier fast immer nur um Kubatur, um Abgabenbefreiung, um Beiträge und so weiter. Aber nur selten um die landwirtschaftlichen Produkte und um die Steigerung der Wertschöpfung von Grund und Boden im Sinne der Landwirtschaft. Landwirtschaft darf nie ihren wirtschaftlichen Aspekt verlieren. Südtirols Bauern, nicht nur in Südtirol, das ist auch ein europäisches Problem, aber bei uns ganz besonders, werden seit Jahren zu Beitragsempfängern erzogen. Im Landtag wird vor allem dann auch von den Bauernvertretern im Sinne der Landschaftspflege argumentiert. Waschbälle, wo ist denn euer Bauernstolz geblieben? Die Produkte, die wir in Südtirol produzieren, die auf unseren Höfen produziert werden, die müssen einen Wert haben. Darum gehen die Leute arbeiten, darum bemühen sie sich, dass dieses Produkt einen Wert besitzt. Und da ist nicht die Bauernschaft alleine gefragt, da ist die gesamte Gesellschaft gefragt, vom Tourismus angefangen bis zu jedem Einzelnen, der seine Einkäufe tätigt. Und hier auch ein Appell an den Landeshauptmann und eine Bitte. Wir haben die Möglichkeit, bei den Ausschreibungen wirklich konkret zu sein und sie zuzuschneiden. Da muss man natürlich kreativ sein. Es ist leichter, ich sage mal, und auch dem Gesetz leichter entsprochen, wenn ich sie breit anlege. Aber ich kann mit genügend Kreativität bestimmte Produkte immer noch im gesetzlichen Rahmen, aber so zuschneiden, dass Südtiroler Produkte leichter zum Zug kommen. Die Kritik und der Vorschlag geht nicht nur an Sie, Herr Landeshauptmann, sondern auch auf die andere Seite, auch auf die Genossenschaften, auf die verarbeitenden Betriebe, denen es manchmal zu gschärig oder zu kompliziert oder sie sind zu spät dran, um diese Ausschreibungen aufzunehmen. Ich weiß das. Ja, ich weiß das, Herr Landeshauptmann, aber ich sage, Sie wissen es, ich sage immer beide Seiten. Ich watsche nicht nur einen ab. Herr Landeshauptmann, Sie, Landesrat für Landwirtschaft, als erstes dann auch, als ehemaliger Landeshauptmann Stellvertreter, ich bitte Sie, dass Sie vielleicht nicht über jedes Steckele springen, das die grüne Fraktion in Sachen Landwirtschaft vorlegt. In anderen Bereichen mag es anders sein, aber in der Landwirtschaft muss ich wirklich sagen, tun wir weder der Landwirtschaft noch unserem Land einen Gefallen, wenn wir bestimmte Fakten außer Acht lassen und nur in Wunschvorstellungen uns bewegen. Wir müssen hier das rechnende Denken und das besinnliche Denken wirklich auf einen guten Punkt zusammenbringen. Den mit Abstand größten Teil im Landeshaushalt verwalten Sie, Herr Landeshauptmann. Ich habe Ihnen die Frage bereits gestellt. Sie haben natürlich das ganze Personal, das natürlich einen großen Platz einnimmt, ob wirklich in Ihren Ressorts kein Euro mehr übrig war, um die ein oder andere Maßnahme in den anderen Ressorts stützen zu können. Es gäbe jetzt noch sehr viel, was bei der Analyse des Haushalts in Heideggers Kategorie des rechnenden Denkens fallen würde. Ich möchte aber auch den Part des besinnlichen Denkens mindestens dasselbe Gewicht geben. Das Coronavirus und noch viel mehr, wie unsere Staaten hier in Mittel- und Südeuropa damit umgegangen sind, hat für große gesellschaftliche Umwälzungen gesorgt. Ich bin erschrocken darüber, welch Gräben mittlerweile aufgerissen worden sind. Und es erschreckt mich, wenn jede vernünftige Meinung, die gerade von der aktuellen Linie der Regierungen, denn das betrifft nicht nur Südtirol, oder vieler Leitmedien abweicht, sofort als Leugnung des Virus oder als Schwurbelei abgestempelt werden. Jeder, der bewusst wissenschaftliche Erkenntnisse ausblendet oder eben nur jene anerkennt, die in seine
Argumentation passen, leugnet. Es leugnen die, die behaupten, dass Impfungen zu keinem Schutz führen würden. Aber es leugnen auch die, die die Impfungen derart überhöhen, ihre Begrenztheit und auch ihre Halbwertszeit nicht sehen wollen, ausblenden und auch den Impfschutz der einzelnen Impfstoffe, die Wirksamkeit völlig überhöhen. Beide verleugnen einen Teil der derzeitigen Erkenntnisse. Wenn ich dann in sozialen Medien lese, wie schnell und leichtfertig Mitbürger unhinterfragt Meinungen verbreiten und zugleich mit ansehen sehe, wie schnell jene, die sich zur vermeintlichen intellektuellen, akademischen, wie auch immer Elite zählen, jede Hemmschwelle und jeden Sinn für Moral vermissen lassen. Da erschreckt's mich. Und ich hätte mir das nicht vorstellen können. Und sie sind sehr oft sehr widersprüchlich. Und apropos Widerspruch, Frau Jasmin Ladurner, Sie haben gestern Ihren Redebeitrag durch und durch gegendert, weil es Ihnen wichtig ist, dass niemand sich ausgeschlossen fühlt. Aber Sie haben in Ihrer Rede überhaupt kein Problem damit, einen ganzen Bevölkerungsteil zu verurteilen. Und glauben Sie mir, ich bin sehr hellhörig, ob jemand sagt, alle, die, oder ob er einige, manche, es gibt viele, sagt. Da bin ich sehr hellhörig. Und diesen Widerspruch in dieser Rede gehört zu haben, also da haben Sie sich wirklich keinen Gefallen getan hier in diesem Haus, auch bei dem Respekt, den man gegenüber den Kolleginnen und Kollegen hat, den Rednern hat, denn der Gedankengang, den Sie gezogen haben oder den Sie führen haben wollen, das ist genau das Gegenteil von dem, was viele Kollegen hier gefordert haben, ob es Kollegin Foppa war, ob es Kollegin Amhoff war, ob es meine Kollegin in der freiheitlichen Fraktion, Kollegin Uli Meier war. Genau das Gegenteil. Öl ins Feuer, statt zu sagen, schauen wir in diesem Land zusammen. Sie haben davor gewarnt, Vergleiche mit Diktaturen zu ziehen. Ich ziehe auch niemals Vergleiche mit Diktaturen aus der Vergangenheit, ganz einfach deshalb, weil sie meistens hinken. Ich ziehe aber sehr wohl Vergleiche zu den Mustern und zu Abläufen. Und wie es gelingen kann, dass gesellschaftliche Abläufe uns unmoralisch und einseitig werden lassen. Mein letzter Onkel ist heuer im 99. Lebensjahr verstorben, kein Corona, natürlichen Todes. Und ich habe ihn vor einigen Jahren gefragt, warum er, wie die meisten Südtiroler 1939, aber dann vor allem 41, 42, so viele Aspekte ausblenden konnte und was ihn so klar und sicher eine Position einnehmen hat lassen, die den bisherigen Nachbarn oder den bisherigen Freund ausgrenzt. Er meinte, ganz nüchtern übrigens, die Propaganda, die es gegeben hat, der einheitliche Meinungsbrei, war derart perfekt organisiert. Die Mehrheit war ohnehin dafür. Wer nicht dafür war oder ist oder nicht mitwacht, schadet automatisch dem Wohle des Volkes. Und wir haben uns gegenseitig aufgeschaukelt, wer wohl die besseren Südtiroler seien. Und ich will wirklich nicht den Vergleich mit der Diktatur an sich, sondern nur auf das Muster. Auf das Muster, wie Menschen sich gegenseitig bestätigen, bekräftigen können in der eigenen Meinung und dass sie dann glauben lässt, über andere komplett drüberfahren zu können. Es ist immer sehr schwer zu sagen, was man selbst damals getan hätte oder wie es einem selbst ergangen wäre. Und ich habe mir diese Frage sehr, sehr oft gestellt, weil ich als Nachzügler und aus einer Familie, die auch immer politisch aktiv gewesen ist, komme.
Ich habe mir diese Frage wirklich oft gestellt und ich dachte mir immer, mir wäre es gleich gegangen damals. Ich wäre auch diesen Mustern zu Füßen gelegen, beziehungsweise ich wäre da automatisch mit dabei gewesen. Seit Corona bezweifle ich das immer mehr. Denn es gibt ein paar Knöpfe, die bei mir einen politischen Alarm und den Sinn für Gerechtigkeit und für Moral auslösen. Das ist das Ausblenden und das kollektive Ausblenden von Fakten, egal von welcher Seite, das Verlassen der Verhältnismäßigkeit und die offene oder subtile öffentliche Verurteilung ganzer Bevölkerungsgruppen. Egal, ob die Bauern, die Ausländer, die Lehrer, die Italiener oder die Ungeimpften. Ich mag das nicht und halte es für falsch. Ich empfinde auch Übelkeit, wirklich, wenn Menschen sich viel zu wichtig nehmen, wenn Politiker aus Partei- oder Machtinteressen ihre Überzeugungen über Bord werfen. Und ich empfinde den Hype und Personenkult um einzelne Personen, vor allem in der Politik, für die Gesellschaft immer von vornherein suspekt. Egal, ob die Herrschaften nun Kurz, Salvini oder Thunberg heißen, macht für mich keinen Unterschied. Dieser Hype, dieser Personenkult ist mir suspekt. Die Corona-Politik der Südtiroler Landesregierung drückt bei mir einen weiteren Knopf. Von Freiwilligkeit sprechen und dann mit Zwang zu arbeiten und Solidarität einfordern, aber dann Ausgrenzung praktizieren, das ist perfide. Die Kommunikation seitens der Landesregierung und der Volkspartei war von Beginn der Impfkampagne keine positive und rationale, sondern eine drohende. Jetzt lade ich dich ein. Kommst du nicht, mache ich dir das Leben schwer. Kommst du dann immer noch nicht, zwinge ich dich. Daraus habt ihr auch nie einen Hehl gemacht. Euer stellvertretender Parteiobmann und römischer, ja, und auch Meraner Netzwerker Karl Zeller hat schon im April in einem Interview gesagt, und ich hab's hier, wenn ich's finde, ja, zu Karl Zeller. Zunächst versucht man mit Freiwilligkeit und Aufklärung die Bevölkerung zum Impfen zu bewegen. Wenn das nicht funktioniert, folgt die nächste Stufe. Man lässt die Nichtgeimpften nicht mehr ins Theater, ins Kino oder ins Fußballstadion. Ist den Impfunwilligen auch das wurscht, lässt man sie nicht mehr in die Bar oder ins Restaurant. Führt auch das nicht zum Erfolg, holt man die harte Keule heraus und führt eine allgemeine Impfpflicht ein. Vor einigen Monaten, mittlerweile Realität, letzte Stufe, Machiavelli fehlt noch. Wer mit Menschen in einer solchen Art kommuniziert, also wer ihnen schon zu Beginn sagt, ich sag's dir, es ist freiwillig, aber am Ende fasse ich dich trotzdem. Das ist ja kein, also dann sag's ruhig gleich. Wäre ja zehnmal ehrlicher. Wer mit Menschen so kommuniziert, sie verteufelt und an den Pranger stellt, kann doch nicht ernsthaft erwarten, dass dadurch Vertrauen und Überzeugung wächst. Nur eine ehrliche ärztliche Aufklärung und die Nutzung aller uns zur Verfügung stehenden Mittel hilft uns aus diesem medizinischen und gesellschaftlichen Dilemma. Nicht ein Weg. Alle Werkzeuge, die wir haben, müssen wir nützen. Es gibt stärkere, es gibt schwächere, aber wir müssen sie alle nützen. Und hier trägt die Landesregierung eine große Verantwortung innerhalb des Landes und des Landtages. Viele Gräben gilt es zu kitten, nicht nur jene zur Impfpflicht. Um das hinzubekommen, müsst ihr in der Kommunikation sofort Kurs wechseln, verbal abrüsten, umdenken, eure Maßnahmen auch überdenken und wenn nötig, euch auch dafür einsetzen, den Weg der Staatsregierung zu verlassen. Wenn die Wege vernünftig sind, gibt es immer eine breite Zustimmung hier im Südtiroler Landtag. Und auch die Bevölkerung wäre dann hinter euch. Jemand hat gestern hier in der Generaldebatte gemeint, dass der Freiheitsbegriff in dieser Corona-Zeit sehr dehnbar geworden ist und von jedem individuell empfunden wird. Ich meine, die Gitti war's, wenn ich mich richtig erinnere. Ich sehe das genauso, was für uns Freiheitliche aber nicht dehnbar und verhandelbar ist, das sind die Bürgerrechte. Die medizinisch begründete Einschränkung der Bewegungsfreiheit, der Berufsverbote, der Ausschluss
aus Restaurants und dem gesellschaftlichen Leben sind und bleiben eine Verletzung der Bürgerrechte. Auch wenn sich sehr viele daran gewöhnt haben. Ein Ausschluss von nachweislich gesunden Menschen, die den Test erbracht haben, dass sie nicht infektiös sind. Die Begründung, warum Menschen ohne Impfnachweis, aber mit aktuellem Beleg, dass sie gesund sind, nicht in ein Restaurant gelassen werden oder eben teilweise nicht an den Arbeitsplatz, je nachdem, wo die Impfpflicht schon herrscht, hat sich in den letzten Monaten mehrmals geändert. Zuerst hieß es noch, die anderen müssten vor ihnen geschützt werden. Das ist bei erkrankten oder infektiösen Menschen natürlich der Fall. Aber warum sind natürlich, also nachweislich gesunde, getestete Personen gefährlich? Sie selbst müssten geschützt werden, heißt es dann, damit sie nicht die Krankenhäuser überlasten. Aber nur, weil jemand nicht ins Gasthaus gehen kann, heißt das nicht, dass er deswegen vor sich selbst geschützt ist. Im Gegenteil, im Gasthaus trifft er eigentlich nur auf andere getestete und geimpfte Personen. Und ich glaube nicht, dass das beim Keller, beim Nachbar zwingend der Fall ist. Medizinisch verstehen das sehr wenige, diese Maßnahme. Er bestätigt es, die Strategie, du wirst dich schon noch freiwillig impfen. Dasselbe beim Impfstatus und beim Nachweis des Antikörperstatus und der T-Zellen, also der Gedächtniszellen. Unabhängig davon, welchen Wert ich als geimpfte Person oder als genesene Person habe, verfällt ursprünglich nach 12, dann nach 9, dann nach 6 Monaten von einem Tag auf den anderen mein Schutz und damit mein Passierschein für das gesellschaftliche Leben. Das ist wie beim Mensch ärgere dich, Spiel, zack, zurück auf Start. Unabhängig davon, ob ich noch Antikörper habe oder nicht. Das Modell, Bürgern aus bestimmten Gründen ihre Bürgerrechte zu entziehen, wäre für Regierungen durchaus interessant. Vor allem, da man jetzt sieht, dass eigentlich relativ bereitwillig mitgemacht wird. Und ich rede nicht von der Impfaktion, sondern von den Ausschlüssen bestimmter Kategorien. Können wir wirklich ausschließen, dass dieses Modell morgen nicht ausgeweitet wird? Eigentlich braucht es dafür nur eine Gefahr, die groß genug sein muss oder entsprechend groß genug gemacht werden muss. Viel schlimmer und schwieriger als diese Pandemie sei ohnehin die Klimakrise. Das sagen ja auch einige Politiker hier im Landtag. Warum sollte jemand, der einen Klimacheck bei jedem Gesetz fordert, warum sollte der übermorgen, wenn die Erderwärmung trotzdem weitergeht oder die Klimaziele verfehlt werden, nicht einen Klimacheck für den einzelnen Bürger fordern? Frau Ladurner würde sagen, jene Leute, jene Mitbürger, die eben nicht Teil der Lösung sind, warum soll denen morgen nicht der Eintritt in ein Restaurant oder ins Kino verwehrt werden? Wer einen bösen Diesel fährt, muss draußen bleiben. Bei Ölheizung gibt es sowieso Hausarrest. Was unvorstellbar klingt, kann seit Corona nicht mehr ausgeschlossen werden. Dammbrüche haben wir erlebt und erleben sie gerade. Oder hätte jemand von euch hier im Saal 2019 geglaubt, was per Dekret in Südtirol durch den Landeshauptmann, in Rom durch Draghi alles möglich wäre? Hätte das jemand geglaubt? Nein, keiner. In Europa hoffe ich dabei auf einige nordische Staaten, die gewohnt nüchterner und rationaler mit Krisen und Herausforderungen umgehen. Weltweit, und das hätte ich auch nie von mir selbst geglaubt, hoffe ich, dass die Vereinigten Staaten die Kurve kratzen und Grundrechte und freiheitlich-demokratische Werte aufrechterhalten. Denn sollten sie die USA aufgeben, wir in Europa werden die eigene Kraft nicht dazu haben. Herr Landeshauptmann, eine letzte Forderung habe ich an Sie. Ja? Na, wenn Sie kommen, geben Sie mir immer Input. Die reine Präsenz reicht dafür aus. Es geht
mir um ein zentrales Thema, das Grundlage für den Haushalt ist, aber Grundlage auch für die Demokratie und die Bürgerrechte in diesem Land. Und das ist die Transparenz. Transparenz bei allen Corona-Daten. Nur bei verlässlichen Rohdaten können die Menschen die richtigen Schlüsse ziehen. Vor allem auch die Risikogruppen. Rohdaten geben Sicherheit, sie überzeugen viel mehr als jedes Würstel oder Drohungen. Transparenz und noch was zu den Corona-Daten. Herr Wiedmann, wir haben 3 Monate darauf gewartet. Wir haben im Juli, als in Israel die Impfdurchbrüche waren, haben wir Ihnen die Anfrage gestellt. 3 Monate später, am 30. November, habe ich die Antwort erhalten. Mit Daten, ohne einen Zeitraum. So und so viel Geimpfte, so und so viel Ungeimpft, ohne, ist das an einem Tag, ist das in 14 Tagen, ist das in einem Monat. Also hier wirklich, die Leute können Daten lesen. Die Leute wollen sich informieren, auch Ärzte möchten sich informieren und sie überzeugen viel mehr mit einer klaren, transparenten Offenlegung, regelmäßigen Offenlegung der Daten mit einer daneben mit der Tabelle, wo auch draufsteht, welche Parameter sind angewandt worden und so weiter. Transparenz in Sachen Autonomie, Herr Landeshauptmann. Wo wollen wir hin? Was sind die großen Ziele, die wir haben? Ist natürlich Bereich besinnliches Denken. Das heißt nicht, dass es kein rechnendes Denken wäre. Aber welche großen Ziele? Steuerhoheit. Wann wollen wir es angehen? Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein? Zum Beispiel, es gibt zig andere hier ganz große Positionen. Transparenz, Herr Landeshauptmann, bei den Durchführungsbestimmungen. Ich kriege jedes Mal so einen Hals, wenn ich in irgendeiner Zeitung lesen muss, der Landeshauptmann oder die Landesregierung hat jetzt einen Entwurf für eine Durchführungsbestimmung den Mitgliedern der 6er oder 12er Kommission gegeben, Parlamentarier, die sich schon dazu äußern. Im Landtag weiß kein Mensch darüber Bescheid, wie unsere Autonomie ausgebaut werden soll, was genau drinsteht. Ich kann verstehen, dass das vielleicht politisch manchmal geschickt ist. Halt mal die Klappe, halt mal den Ball flach und schauen zuerst, ob wir irgendwas durchbekommen. Aber ich glaube, eine vernünftige, erwachsene Demokratie und eine gesunde Autonomie, die offen sagt, wir wollen die ausbauen, kann sie und muss sie zusammen mit den Bürgern und mit offenem Visier ausbauen gegenüber Rom. Nicht mit den, muss nicht, das muss nicht der grobgenagelte sein, Herr Landeshauptmann, aber das offene Visier, das klare Ziel und das konstante Arbeiten dafür. Herr Landeshauptmann, Transparenz, was macht denn eigentlich, weil ich die Senatoren angesprochen habe, was macht denn eigentlich die Südtiroler, die Vertreter, die hier ihre Wahlheimat zumindest gefunden haben, Boschi und Bressa? Die wurden ja damals, ich kann mich gut erinnern, im Wahlkampf, im Unterland und so weiter, die wurden ja von, ich nehme an, SVP-Ortsgruppe zur SVP-Ortsgruppe gehievt. Und jetzt 5 Jahre, zumindest ich, habe keinen Servus mehr gehört, was genau los war. Und auch in diesen 2 Jahren der Pandemie oder jetzt, wo Südtirol in den nationalen Medien so kritisiert und angegriffen worden ist, aufgrund dieser Party-Geschichten, hat sich hier jemand für seine Wahlheimat ins Zeug gelegt. Ich kann mir vorstellen, dass die jüngste Entscheidung vielleicht von Bressa oder sein Vorhaben, das er hat, dass man hier vielleicht auch parteiintern geteilter Meinung ist, ob das, ob er sich damit einen fixen Sitz nochmal in Südtirol verdient oder ob er bis an sein Lebensende keinen mehr bekommen wird in diesem Land. Das kann sein, das will ich nicht beurteilen, das werden wir dann sehen, wahrscheinlich bei den nächsten Parlamentswahlen. Aber einfach, was ich sagen will, Transparenz bei diesen Durchführungsbestimmungen, auch bei den Sachen, die im Senat und im Parlament von den Südtiroler Parlamentariern gemacht werden. Denn das sind nun mal nicht Parlamentarier, die ausschließlich für die SVP zu arbeiten haben. Das sind Parlamentarier und Senatoren, die dieses Land vertreten, die Südtirol und uns alle, wie wir hier sitzen, von der Reda Maria drüben bis zu mir her, alle mit den gesamten Bürgern, die da sind, die haben das Land Südtirol in seiner Gemeinsamkeit und in seiner Ganzheit zu repräsentieren. Und ich verspüre relativ wenig.
Transparenz bei Olympia, vor allem was die Zahlen anbelangt. Welche Investitionen sind es? Ich kann mich gut erinnern, Sie haben hier erklärt, die unterirdischen Tunnel, das Stadion in Antholz wäre perfekt. Es braucht halt die unterirdischen Verbindungen, Athletentunnel, sage ich jetzt mal. Mittlerweile bekommt man unterschiedliche Informationen. Es würden auch noch Pistengeräte und andere Sachen würden gebraucht. Sind Gelder im Straßenbau schon drinnen jetzt in diesem Haushalt? Ist vielleicht deshalb das Ressort von Landesrat Alfreider so aufgeblasen, weil hier schon Olympiagelder, Olympiamillionen drinnen sind, die wir halt nicht in Antholz für Athletentunnel brauchen, sondern weil wir eine Umfahrung dort machen und ist ja nichts Schlechtes, wenn man Geld nutzt von anderen, das man eh bekommt. Also das ist ja eigentlich, verstehe ich da den Landeshauptmann schon gut, aber sagt's bitte und seid transparent, dass wir wissen, wo es eingesetzt wird. Transparenz auch beim Recovery-Fonds, genau das Gleiche. Welche Projekte sind jetzt schon im Rennen? Welche Finanzierungen genau bekommen wir? Und ich muss dann lesen, also der Landtag weiß nichts. Und der Landesrat Alfreider sagt vor 2-3 Tagen in einem Interview, der ist zu meinem Radweg im Wipptal gegangen, ja, die Finanzierung schaut sehr gut aus, weil wir bekommen genau für den Radweg bekommen wir 84 Millionen aus dem Recovery-Fonds. Dann habe ich gesagt, na, schaut ihr an. Das weiß man bei den Radlwegen in Wipptal. Und hier in Südtirol weiß anscheinend kein Mensch noch offiziell von den Abgeordneten, ob man mit fixen Geldern rechnen kann oder nicht. Wenn man sich dann ansieht, dass italienische Städte, weil wir immer meinen, wir sind die deutsche Ordnung hier herum, dass italienische Städte ihr Programm ja längst schon veröffentlicht haben, das wird so und so viel kosten und wird auch finanziert werden. Sie können lachen, Sie können, ja. Ja, dann, Feinde, ich freue mich, wenn Sie uns und die Südtiroler aufklären, was wir vom Recovery erhalten oder ob wir vielleicht gar nichts bekommen. Aber bitte erklären Sie mir auch die Aussage, von Ihrem Kollegen Alfreider, der gesagt hat, hier haben wir die Gelder sicher vom Recovery-Fonds. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wünsche mir zum Abschluss dieser Haushaltsdebatte, aber auch dieses Jahres, dass es uns gelingt, gemeinsam hier in der Aula praktikable und vernünftige Lösungen für die Probleme und die realen Herausforderungen unseres Landes zu finden. Ich habe überhaupt kein Problem damit, dass wir hier in der Aula auch Wünsche, Zukunftsvisionen und so weiter diskutieren. Das gehört dazu. Und ich halte sie für sehr, sehr wichtig. Denn ansonsten wird das getan, was viel zu oft und viel zu lange in diesem Land getan worden ist, die Konzentration auf das reine Verwalten. Wir brauchen auch einen Wettbewerb der Ideen. Wo wollen wir hin? Nicht nur finanziell. Wo wollen wir als Gesellschaft, wo wollen wir hin, was die Rahmenbedingungen unserer Autonomie betrifft? Und hier gilt es auch zu ringen. Der Fokus der täglichen Arbeit liegt natürlich auf die Herausforderungen der einzelnen Bürgerinnen und Bürger, die sie auch täglich haben. Und dass uns dies gelingt, brauchen wir vielleicht das, was Heidegger gesagt hat, das gesunde Maß zwischen dem rechnenden und dem besinnlichen Denken. Mit diesem Wunsch möchte ich enden und ich wünsche uns und auch natürlich unserem Land Gesundheit und Wohlergehen im nächsten Jahr.